Hallo zusammen und willkommen zu den schnellen Schnäppchen. Yay! Ja, auch heute habe ich wieder ein paar kleine Spiele für euch. Wir fangen auch gleich mal an auf Steam. Dort gibt es nämlich gerade einen Klassiker für 1,24 € und zwar Wanted Dead or Alive. Ich kann es euch gerade nicht im Vollbild zeigen. Ich hoffe, das geht auch so. Denn ich habe gerade so gemerkt, wenn ich es auf Vollbild schalte, dann seht ihr einfach nur, was zuletzt in diesem kleinen Bild gezeigt wurde. Ja, das Ganze ist ein Spiel im Western, wie man sich vielleicht schon denken konnte. Wie man hier schon sieht, das ist so ein bisschen in dieser Vogelperspektive. Man spielt eine Gruppe und es geht jetzt hier darum, ich glaube, dass es da so ein paar Gangster gab, die man als Kopfgeldjäger verfolgt. Und man schafft natürlich nicht alles mit roher Gewalt hier. Manchmal muss man auch sich die ein oder andere Taktik überlegen, damit man da durchkommt. Man kann es ein bisschen mit Robin Hood, die Legende von Sherwood, vergleichen. Nur, dass das eben im Wilden Westen ist. Kann sein, dass es sogar vom gleichen Macher ist. So, weiterhin habe ich hier für euch noch ein kleines Spiel mit Jack Black in der Hauptrolle, und zwar Brutal Legend. Entschuldigung, das gibt es gerade auf GOG.com für 2,69 €. Ich nehme an, das sagt dem meisten was. Brutal Legend, das große Spiel mit dem Gitarristen, Moment, da. Und das Ganze gibt es, wie gesagt, auf GOG.com für 2,69 €. Nur noch heute, glaube ich. Das ist, glaube ich, in 7 Stunden oder so abgelaufen. Und hierzu sei noch gesagt, das ist kein Steam Key, sondern das könnt ihr hier vorne in eurem Account dann in der Library runterladen. Das Ganze wird dann da auch gespeichert, das heißt, ihr könnt einfach immer wieder mit dem Account draufgehen und euch das von da aus nochmal runterladen lassen. Das gibt eigentlich kein großes Problem. Ich habe selber schon das ein oder andere Spiel hier drin. Klappt eigentlich immer ganz gut. So, und dann habe ich noch ein kleineres Indie-Game. Und da kommt nämlich der zweite Teil in diesem Monat raus. Und der ein oder andere möchte sich vielleicht überlegen, das schon zu holen. Vielleicht möchte man aber auch mit dem ersten Teil mal beginnen. Hier spielt man eine Dachsmutter, die das Überleben der Familie quasi sicherstellen muss. Heißt, es geht darum, die zu beschützen, mit Nahrung zu versorgen. Man läuft halt mit denen da rum durch den Wald und muss halt sich einen Unterschlupf suchen und so weiter. Es ist eigentlich ein Survival als Dachsmutter. Und ich finde, das ist von der Machart schon ziemlich gut gemacht. Hier, wie man sieht, man kämpft auch gegen Naturkatastrophen, zum Beispiel auch Waldbrände. Und im zweiten Teil, der diesen Monat noch rauskommen sollte, spielt man dann wieder eine Luchsmutter, wo man das gleiche halt mit Luchsen machen muss. Luchsen oder Lüchsen? Egal, ich weiß nicht, was jetzt davon richtig ist. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel mit einer interessanten Grafik. Und ich sag mal, 1,79 € ist eigentlich ein guter Preis. Das Ganze ist übrigens auch auf Steam runtergesetzt gerade. Aber dort steht es für 1,99 €. Auf HumbleBundle.com könnt ihr es für 1,79 € abgreifen. Ebenfalls als Steam Key. Von daher, ihr wisst, wo ihr zuschlagen müsst. So, das war's dann aber auch für heute und ich wünsche euch noch eine frohe Schnäppchenjagd.